Genau, du bist wieder auf dem Platz. Schön, dich wiederzusehen. In der Zeit, in der du nicht da warst, ging es leider ein bisschen bergab. Wer hat das getan? Wie hast du die vergangenen Wochen verfolgt? Warst du eher darauf bedacht, selber wieder fit zu werden? Oder war das so eine Mischung aus fit werden und mitleiden? Ja, gemischte Gefühle auf jeden Fall die letzten Wochen. War schon für mich persönlich sehr bitter. Und natürlich war die meiste Zeit halt im Stadion und musste halt von oben leider zuschauen. Konnte die Jungs leider nicht unterstützen auf dem Platz. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass ich endlich wieder 100% fit zurück bin und der Mannschaft wieder auf dem Platz helfen kann. Beschreib mal so ein bisschen, wenn du von oben zugeschaut hast, wie hast du das empfunden? Wie sieht man das als Spieler, als Mannschaftskollege? Ja, ich glaube, von oben zuschauen ist immer nochmal anders, wie wenn du jetzt auf dem Platz stehst und beteiligt bist. Ich glaube, die brauchen wir gar nicht groß reden. Die Ergebnisse haben das gezeigt, dass es auf dem Platz nicht zu 100% gut war. Und ja, das hatte man auch das Gefühl, auch von außen, glaube ich. Da können wir alle dieselbe Sprache sprechen. Und es geht jetzt nach vorne zu schauen. Wir haben uns viel vorgenommen gegen Hertha und da werden wir auf jeden Fall ein ganz anderes Gesicht sehen. In den ersten Monaten, wie du hier warst, liefst du dich nicht ganz so gut. Jetzt bist du so eine Art Hoffnungsträger auch für die Fans. Hast du das so mitbekommen, dass jetzt sagen, weil jetzt keiner wieder dabei, jetzt geht es vielleicht sogar ein bisschen bergauf? Oder wie empfindest du das selber? Ja, man bekommt schon das eine oder andere mit. Natürlich konzentriere ich mich auf meine Leistung. Mir war es erstmal sehr wichtig, dass ich fit zurückkomme und dass ich mir da auch die Zeit gebe und auch geduldig bin, weil es bringt nichts, wenn ich jetzt zurückkomme und dann wieder einen Rückschlag habe. Die Saison ist noch lang zum Glück. Und ja, klar, ich glaube, die Jungs freuen sich auch, dass ich wieder zurück bin. Ich freue mich auch und jetzt gilt es, die Freude wieder auf dem Platz zu zeigen. Jetzt ist der Trainer ein anderer als der, den du hattest, als du noch nicht verletzt warst. Jetzt schilder doch mal aus deiner Sicht, was ist denn mit dieser Kabine los? Weil ich habe das jetzt nicht geschrieben, was die Kollegen schreiben, sage ich mal so. Was ist denn die Wahrheit? Erzähl mal. Gibt es eine Grüppchenbildung in der Kabine? Gibt es die Pro-Reis, die Anti-Reis-Fraktion oder wie ist das aus deiner Sicht? Also es wird sehr, sehr viel geschrieben, leider. Vieles entspricht auch nicht der Wahrheit. Ich komme jeden Morgen hierher und betritt die Kabine und ich sehe da keine Gruppierungen. Ich glaube, jeder ist von sich erstmal und von dem Gegenüber, der wo in der Kabine gegenüber sitzt, überzeugt. Und das spüre ich jeden Tag. Kann ich auch nicht verstehen, warum solche, sage ich mal, Äußerungen in den Medien stattfinden. Aber zum Glück sind wir da als Mannschaft mental gut im Kopf und können das gut einordnen und ja, das gilt auf jeden Fall, das aber auf dem Platz zu zeigen. Gab es ja dann noch die eine oder andere Diskussion nach dem Interview von Timo oder nach dem Interview von Ralf Herrmanns Berater oder so die üblichen kabineninternen Diskussionen? Nee, ich glaube, das wird medial, glaube ich, mehr aufgespielt als intern. Bei uns wurde alles klar kommuniziert. Jeder hat auch, glaube ich, da seine Meinung gehabt und haben uns auch offen und ehrlich alles besprochen und ja, das ist dann jetzt Vergangenheit und jetzt schauen wir nach vorne. Aber wenn so ein Timo Baumgartl so ein Interview gibt, das kam ja nicht von den Medien, das hat er ja tatsächlich gesagt, ist ja auch völlig in Ordnung, aber man spricht doch darüber als Mannschaft oder nicht, man kann das ja auch nicht völlig ignorieren. Ja, natürlich spricht man darüber, das ist ja selbstverständlich, aber ich glaube, Timo hat seinen Fehler eingesehen, hat auch, sage ich mal, von Verein aus dann auch die Strafe bekommen und jetzt ist er wieder bei uns, wir freuen uns, dass er wieder da ist, er ist ein wichtiger Spieler auch für uns und das kann allen mal passieren nach dem Spiel, Emotionen und ja, die Sache ist vom Tisch und ja, jetzt schauen wir nach vorne. Du hast im Sommer zwei große Ziele geäußert, EM und Aufstieg. Jetzt, wie weit bist du entfernt von den beiden Zielen? Also auf der einen Seite Aufstieg sieht jetzt tabellarisch eher weit hinten und durch deine Verletzung, wie ist der Kontakt? Auch dadurch, dass der Nationaltrainer gewechselt hat? Erstmal zur Nationalmannschaft. Wir haben jetzt einen neuen Trainer, da werden die Karten wieder jetzt neu gemischt. Da geht es für mich, aber das war für mich von Anfang an so, dass ich jetzt auf Schalke meine Leistung zeige und danach wird das der Nationaltrainer beurteilen und dementsprechend werde ich eingeladen oder nicht.
Ich habe die letzten Länderspiele, musste ich leider absagen, hätte ich die Einladung bekommen. Ja, jetzt schaue ich, dass meine Leistung auf Schalke stimmt. Und zum zweiten Thema, ich habe immer noch persönlich das Ziel und ich denke auch viele Jungs, dass wir aufsteigen wollen. Klar kann man jetzt sagen, sieht man nicht so, ist auch zu Recht. Die Frustration auch zu Recht von den Fans. Aber ich habe immer noch Hoffnung und die Saison ist lang. Und wir sehen, was die nächsten Spiele, in welche Richtung es dann geht. Gabst du Thomas Reis noch irgendeinen Kontakt für dich persönlich? Verabschiedet man sich dann, weiß nicht, durch einen Anruf, eine WhatsApp oder irgendwas? Ich persönlich habe jetzt noch keinen Kontakt zu ihm gesucht. Ich bin immer so ein Fan davon, dass man erstmal die Person ein bisschen in Ruhe lässt. Und dann, wenn eine Zeit vorüber ist, dann kann man sich auf jeden Fall mal melden und sich da mal wieder austauschen. Er hat heute Geburtstag mit 50. Ja, wünschen wir Ihnen alles Gute. Sag was zu Hertha. Das Absteigerduell, die sind jetzt auch nicht so super gestartet. Was erwartest du da für ein Spiel? Was erwartest du für einen Gegner? Ja, ich glaube, ein bisschen so eine ähnliche Situation wie bei uns, Hertha. Ja, ich glaube, wird ein Spiel auf Augenhöhe trotzdem. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir ein sehr, sehr gutes Heimspiel hier gegen Hertha. Das ist auch noch bei uns vielleicht in den Köpfen. Das kann positiv stimmen für das Spiel. Aber ja, klar, jetzt erwartet man ein anderes Spiel. Aber ich denke, dass wir die Woche sehr, sehr gut arbeiten werden und auch unsere Fehler gegen Paderborn, dass wir die abstellen werden. Das macht der Matze und Bujo sehr, sehr gut, zeigen uns da auch sehr viel und ich denke, dass wir am Sonntag dann ein anderes Gesicht zeigen. Danke, Pierre.